Hallo und willkommen meine lieben Freunde zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Ja, Freunde, wie ihr seht, Indien ist riesig geworden. Wir haben zwar da noch immer diese ganzen britischen und wie heißen die, also Satellitenstaaten von Großbritannien, aber ich glaube tatsächlich, dass es machbar ist, in diesem Spiel mehr oder weniger ganz Indien einzunehmen. Ich habe da zum Beispiel zwei Revolutionen von in diesen Satellitenstaaten. Wenn ich etwas Glück habe, dann sagen sich die von Großbritannien los. Und wenn sie das getan haben, kann ich sie relativ einfach eingliedern in meinen Staat. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich gleich Krieg erklären will wieder den Briten. Das Problem ist, ich will eigentlich warten, bis diese Revolutionen vorbei sind. Ich glaube nämlich, wenn sie im Krieg sind, dann sagen sie sich nicht los während dem Ganzen. Also die zwei Revolutionen möchte ich auf jeden Fall abwarten. Das sind Faschisten. Die würden sich wahrscheinlich auf jeden Fall lossagen. Die kann man dann extra eingliedern. Persien hat auch ein paar Probleme mit Rebellen. Was sind das? Reaktionäre. Naja. Soll sein. Ja, wie schon gesagt, an und für sich möchte ich mit Großbritannien nicht so bald Krieg führen. Einfach deshalb, weil wenn ich mit denen Krieg führe, dann muss ich wieder mit Russland auch Krieg führen. Und ich glaube fast, dass meine Verbündeten alle bis 1921 haben die einen Waffenstillstand. Aber Italien nicht. Ist das mit Russland? Oh, Russland ist keine Großmacht mehr. Stimmt, ich kann mich wieder erinnern. Wo ist Russland? Die sind so abgesackt, das ist unglaublich. Eigentlich. Ja, bis 1920. Also gegen Russland würden sie mir helfen, die Deutschen. Das heißt, wenn wir Russland angreifen könnten, theoretisch könnten wir Italien und Deutschland mitzahlen in den Krieg möglicherweise. An und für sich wäre es natürlich gut wieder, wenn wir einen Kriegsgrund gegen einen Verbündeten von Großbritannien kriegen, weil mit diesen Kriegsgründen könnten wir leichter Krieg führen, weil dann würden nämlich diese ganzen Ministaaten nicht mitmachen. Ich habe nichts dagegen, gegen die Ministaaten Krieg zu führen, nur wenn die mit Krieg führen, kann ich sie nicht frei befreien aus Großbritannien. Und das wiederum führt dazu, dass ich sie nachher nicht annektieren kann. Die einzige andere Möglichkeit wäre, Großbritannien den Krieg zu erklären und neben normalen Ländern wie Ceylon, das werde ich als nächstes, Ceylon und Assam werden wir das nächste Mal fordern, und einen von diesen Staaten, entweder Mysore oder Bundelkhand oder Orissa, aber das entscheiden wir dann spontan. Alle anderen sind nur Einser und die will ich erst gar nicht jetzt anfangen zu erobern. Ja, wie schaut es mit unserem Militär aus? Für sich gut. Soll ich da mit 12.000 Mann? Wo sind die? Ah, das sind die Panzer. Okay. Ist da hier? Splittest dich, einer geht daher.
Einer geht da hier. Und der letzte geht da hier. Und wir bauen noch ein paar Panzer. Mehr Panzer. Und dieses Mal sammeln wir sie aber nicht da unten, sondern irgendwo weiter oben. Vielleicht da. Panzerbomber. Was weiß ich. Eins. Zwei. Ein bengalischer Panzer. Ein tamilischer Panzer. Ein nepalesischer Panzer. Ein kanakischer Panzer. Ist ja cool. Hey, ein persischer Panzer. Gezeichnet. Sechs Panzerdivisionen, passt schon. Schauen wir mal, was passiert. So. So, ausgezeichnet. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Panzer brauchen wir insgesamt noch. Wie viele bauen wir gerade? 6. Das heißt, wir brauchen noch einmal 4. Ja. So, vielleicht sollten wir uns auch, was das da betrifft, wieder etwas genauer umschauen, weil... Ich macht es keinen Sinn, da zu investieren. Wir könnten natürlich versuchen, Äthiopien jetzt endgültig zu erobern. Schlussgebiet Spanien vielleicht, Bukhara, Russland. Ich könnte versuchen, Russland zu beeinflussen. Geht sich das aus, wenn ich in Russland investiere? Achso, nein, kann ich gar nicht, wir waren im Krieg. Aber Bukhara kann ich jetzt machen, nachdem Russland ja... Achso. Ist auch nicht unbekannt. Nachdem Bukhara sicher niemand da. Tatsächlich, die Japaner haben in Bukhara investiert. Schau dir das an. Vom Äthiopien angreifen, wenn wir sie investieren, ist gleich gescheiter.
Es bringt echt nichts, Äthiopien zu erobern. Bringt dann im Endeffekt nur einen schönen Kriegskampf, wenn ein anderer versucht, das zu tun. Nö, Marine ignorieren wir weiter. Entweder Elektroofen. Puh, das ist gar nicht mal so schlecht. Schichtarbeit. Exzellenz plus 10%. Oder Stromgeneration. Oh, natürlich Stromgeneration. Bist du irre? 10% Fabrik, 15% Bergbau und Landwirtschaftsförderung. Ja, dann machen wir dann Schluss. Da können wir nachher auch noch ein bisschen was machen. Ausgezeichnet. Die wir jetzt relativ gut schon Forschungspunkte haben. Kinder, wie viel ein Bündnis mit uns haben. Ist okay, nur das Problem ist, ich werde euch nicht helfen, wenn ihr wieder angegriffen werdet oder wieder irgendjemanden angreift und dabei eingeht's. Ich habe echt keine Lust, euch zu helfen, dass ihr stark werdet. Ich glaube, diese Bündnisse mit mir verhelfen ihnen eher dazu, noch schwächer zu werden. Sie glauben, sie werden dadurch stärker, aber in Wirklichkeit werden sie schwächer, weil sie glauben, sie können jetzt die zwei Qinghai und Guangxi angreifen und kriegen natürlich eine auf die Nase, wenn ich ihnen nicht helfe. Was ich okay finde. Weil sie haben noch immer die meiste Bevölkerung. Ja, wir sind zwar schon Zweiter mittlerweile, aber sind wir nur ein bisschen stärker. Verzichten wir auf das Prestige. Ja. Yes. Sieht gut aus. Nicht mehr lange. Sowas. Ach, wartet mal. Die haben ihn allerdings selber zustande gekriegt. Sehr gut. Jetzt ist mir gerade nämlich eingefallen. Persien ist ja eigentlich mein Verbündeter und. Ich weiß nicht, ob ich mal wie viele Verbündeter sind, aber in meiner Einflusssphäre sind sie auf jeden Fall. Ich will die Beziehungen versuchen zu verbessern mit denen. Weil dann können wir versuchen, mit ihnen ein Bündnis einzugehen. Ich glaube, Persien ist schon ein ganz schlechter Bündnispartner. Schon diese elenden Faschisten. Ja, wurscht. Treff drauf. Wie schaut das aus? Achso, nein, da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte ins Militär rein, um zu schauen. Ja, verstehe. Aufmachen. Was heißt Not? Was heißt, ich kann nicht? Ich kann doch nicht zahlen. Was habe ich für eine Regierung, bitte? Wieso habe ich die Liberalen, eine liberale Regierung? Ah, die ganzen Arbeitslosen. Nein. In Madras. Natürlich werden wir sofort intervenieren in Madras. Seid ihr irre?
Das wird immerhin Teil von meinem Reich. Es sind immerhin Inder alles dort. Okay. Ja, wir nehmen Sozialisten. Wir können das überleben. Ein toter General. Wir müssen den ersetzen. Wir könnten eigentlich in der Zwischenzeit weiterlaufen lassen. Weil es passiert zurzeit eh nichts. Ja, ist okay. Gibt's noch irgendwelche? Oh, der ist gut. Der Generäle auch. Oh. Was? Sabotage? Okay, ja. Die Mongolei möchte gerne ein Bündnis mit uns. Das machen wir doch glatt. Ah. Und Südbengalen können wir aufnehmen. Hervorragend. So, ich werde aber nichts fördern, weil wenn ich da jetzt fördere in Südbengalen, ich kann da nichts aktiv einkaufen, da werde ich tausende Arbeitslose haben. Ah, so wie in Nordbengalen. Ist das Elend? Ich brauche eine neue Regierung. Kann ich da eine andere Partei einstellen? Ich könnte natürlich die Konservativen in die Regierung geben. Dann könnten wir wieder Dings bauen. Dem Staatskapitalismus. Das heißt, wir könnten nicht nur Fabriken ausbauen, sondern auch bauen. Ach ja. Was soll schon schief gehen? Erstens einmal machen wir wieder Zuschuss für jeden. Zweitens, ich meine, okay, Khorasan war jetzt nicht so wichtig, aber in Nordbengalen. So, da können wir gleich noch eine Fabrik bauen. Was bauen wir für eine Fabrik? Wir haben da jetzt... Ah, vielleicht Stahl. Machen wir eine Stahlfabrik. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut für die Geschützrohre und für die Maschinenteile. Das Afghanistan ist gut bedient. Punjab. Ah, Punjab haben wir genügend. Fabriken mittlerweile in Sindh haben wir auch genügend. Den Vereinigten Provinzen haben wir natürlich nicht genügend. Da haben wir 270.000 Arbeitslose. Da müssen wir was tun. Und in Westafghanistan war auch nicht genug. Das ist ja. Wir bauen tatsächlich eine Fabrik da in den südatlantischen Inseln. In die St. George-Insel, da haben wir 436.000 Leute, echt jetzt. So, Khorasan haben wir angefangen irgendwie. Kaschmir. Aber zumindest einmal aus. Das bauen wir auch aus. Rajputana braucht das zwar nicht so dringend, aber... Gujarat läuft gut, da machen wir dabei nichts. Hyderabad bauen wir auf jeden Fall auch aus, weil da gibt es viele Leute.
Das heißt, wir können dort vielleicht die Fabrik noch bauen. Und eine Munitionsfabrik. Bombay haben wir 80.000 Arbeitslose. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall auch weiter bauen, ausbauen. Bihar haben wir auch 90.000 Arbeitslose, über 90.000 sogar. Irre. Irgendwie funktioniert Bihar nicht besonders gut. Sprengstoffe, Artillerie. Balochistan. Bauen wir schon alles aus. Okay, leere Staaten sollten wir auch anzeigen. Es muss hier irgendwo Südbengalen geben, genau. Jetzt schauen wir uns mal an, Südbengalen, was haben die dort? Was sind Südbengalen überhaupt? Das sind die Regionen, das ist Südbengalen. Und was haben wir dort alles? Wir haben Färbemittel. In Kalkutta haben wir auch Färbemittel, oder? Ja. Und was ist das? Auch Färbemittel. Das heißt, wir haben in Südbengalen Färbemittel. Das heißt, wir werden dort Stoffe mal produzieren. Als erstes. Stoffe, Stoffe. Dann brauchen wir natürlich, wenn wir Stoffe machen, auch das. Und wo ist die Kleiderfabrik? Also eine Kleiderfabrik. Dann bauen wir noch eine Papiermühle rein. Einfach so. Und dann, wenn wir in Südbengalen gleich einmal einen Fokus auf Facharbeiter setzen. Schauen wir mal, was dann passiert. So, was ist mit euch? Könntet ihr euch von Großbritannien lossagen? Das wäre ursupi. Wo war ich jetzt? Ja, schauen wir mal. Jetzt müssten wir wieder ein bisschen weniger Geld haben. So viel weniger ist da nicht. Ah doch, es ist weniger. Ha, das ist ausgezeichnet. Jaisalmer hat sich tatsächlich losgesagt. Na, sag einmal, geht's euch noch gut? Habe ich noch einen Waffenstillstand mit denen? Nö. Durch das, dass sie die neuen Dings haben, habe ich auch keinen Waffenstillstand mehr. Und das nächste Gebiet, das sich uns anschließen wird, freiwillig. Mehr oder weniger. Hintergrund macht das Ding, weil wir haben gerade eine Torte im Ofen. Ich hoffe, irgendjemand kümmert sich um das Ding. Yay. Da wäre noch eine Revolution schön in Basta. Eigentlich in Orissa auch, in Bundelkant auch, da habe ich noch keine, da gibt es keine Truppen. Überall dort, wo es keine Truppen gibt, wäre eine Revolution ganz okay. Könnte ich leben mit. Ja, das ist okay. Das ist eh ganz süß. Hervorragend. Ist okay. Und yes. Wieder eine Region. Rajputana. Das gehört ja auch da dazu. Ausgezeichnet. Ja.
Zug jetzt zurück nach Lahore? Und warum ist das da ohne irgendein Problem ausgegangen? Das finde ich nicht richtig. Was ist da passiert? Warum haben sich da die Rebellen nicht durchgesetzt? Schade eigentlich. Na gut, jetzt haben wir da keine Rebellen nirgendwo. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir wiederum anfangen, uns zu überlegen, einen Krieg zu starten gegen Großbritannien. Mit etwas Glück steigt Russland aus, weil es Russland so mies geht. Die haben dann nämlich überall Revolutionen im eigenen Land. Von Kommunisten, von Reaktionären, alle möglichen Typen. Tja, Indien ist wieder ein Stück größer geworden. Nicht viel, aber doch. Ausgezeichnet. Wie schaut das da aus? Wieso kriegen wir keine Geschützerrohre mehr auf dem Weltmarkt? Gibt's keine mehr? Wir werden Bewusstsein erholen. Bukhara. Die wird mal wieder rausgeworfen worden. Und Schweden hätte gerne ein Bündnis mit uns. Das nehmen wir doch glatt an. Im Krieg gegen Russland wäre Schweden ein ausgezeichneter Verbündeter. Klingt gut alles miteinander. So, schauen wir mal. Nein. Yep. Verbessern die Beziehungen. Italien ist gut, Japan. Wollen wir auch keinen Krieg mit denen? Österreich ist uns egal. Die sind einfach zu unwichtig. Man muss es sehen, wie es ist. Wie ist es Deutschland? Ups. Ah, und wieder können wir jemanden. Circa was kann. Jetzt ein Bundesstaat werden. Das gezeichnet, das sollte eigentlich auch Prestige bringen. Wie viel haben wir jetzt? 1348, 1362, na bitte. Auch so geht's. Dann haben wir doch auch glatt Facharbeiter. So, Zirkas ist dieses ganze Gebiet hier. Oh, wir besitzen schon das gesamte Zirkas. Schau an, ausgezeichnet, das heißt, es kommen auch keine Gebiete mehr dazu. Wir haben Tabak, Getreide und Tee hier. Naja, industriemäßig ist das jetzt nicht so toll, aber wir werden einfach mal eine Glashütte bauen. Und dann bauen wir doch glatt eine Schnapsbrennerei rein. Also mal das Einfachste. Und bauen wir eine Dampferwerft rein. Weiß ich nicht, bringt der Stahlfabrik dort was? Ich glaube es auch nicht. Wenn wir Dampferwerft bauen, bauen wir auch eine Stahlfabrik. Mm-hmm.
drei Waffen, ich mach das. Und dann auch noch da so ein Biha. Möchte bei den meisten zumindest etwa zwei Plätze frei lassen. Ja, das holen wir einfach weg. Das braucht kein Mensch. Obwohl, Dosen können wir dann zumindest im Himalaya herstellen. Das sind schon 600 Leute. Wieso sind da so viele Menschen? Wie sind da die ganzen Leute hingekommen? Die South George Inseln. Wir haben tatsächlich eine Fischproduktion hier. Es sind 14.000 Leute hier. Echt jetzt? Wie viele Menschen wohnen dort? Es wohnen 14.000 Menschen an dem Ort. Gibt es so eine Überbevölkerung bei uns, dass die alle abgewandert sind? So, schauen wir mal, wie schaut das da aus bei denen? Zirkus und Bombay. Müssen wir natürlich welche noch bauen. Da haben wir noch kaum Fach. Ah, oh, von Bombay haben wir auch schon 6% Facharbeiter. Da haben wir erst 3. Ist da weg. Facharbeiter dazu. Wie ist das da? Da haben wir 7%. Das gehen wir da weg. Und dafür werden wir hier in Nagpur Bürokraten fördern. Mal schauen. Ach ja, ich wollte schauen, meine Flotte. Wie schaut die aus? Na bitte. Beinahe modern. Wir können 11 Einheiten transportieren damit und haben 1, 2, 3, 4, 5 Schlachtschiffe dabei. Die können zwar nichts, weil wir militärisch also echt fies sind, aber naja. Okay. An dieser Stelle, meine Herrschaften, machen wir für heute wieder Schluss. Wir sind auch schon bei über 60% Alphabetisierung. Jo, und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und tschüssi. Okay, nein, nicht tschüssi. Was ist mit dir, du dummes Aufnahmeprogramm?